Herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe Oberstufe. Diesmal mit dem, ich glaube, 20. Video mittlerweile. Wow. Diesmal haben wir, wie schon versprochen, die Aufleitung der Wurzelfunktion zum Thema. Und danach werden wir noch was anderes machen, denke ich mal. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Also, wir haben hier die Wurzelfunktion. Also die Formeln hier habe ich gerade mal nochmal hingeschrieben. Wir haben hier die Wurzelfunktion und die können wir ja einfach umschreiben. Nämlich als x hoch 1/2. Haben wir ja auch schon gehabt. Nicht so schwer. So, und jetzt sind wir hier unten. X hoch n. X ist x. N ist 1/2. Jetzt müssen wir zum Aufleiten x hoch 1/2 plus 1 rechnen, macht 3/2 oder 1/2. Ich belasse es mal bei 3/2. Das plus 1 muss jetzt hier natürlich weg. Und dann vorne dran einfach 1 durch. Also im Prinzip ist es genau das, was wir schon gemacht haben, nur an einem sehr komplexen Beispiel. Macht aber rein gar nichts. 1 durch n plus 1 ist die Hochzahl hier, also 3/2. 3/2. So, 1 durch 3/2. Was zum... Nee, das geht ja mal gar nicht. 1 durch 3/2 ist dasselbe wie... Also ihr erinnert euch vielleicht an Rechenregeln, Klasse, weiß Gott was. 1 geteilt durch 2 ist dasselbe wie 1 mal dem Kehrwert, nämlich, nicht Symbols. 1 mal dem Kehrwert, der Kehrwert von 2 ist 1/2. Also 1 mal 1/2 ist gleich 1/2. Schreibe ich mal so hin. Das heißt, wir können hier 1 durch, was jetzt dieser Strich bedeutet hier, 1 durch 3/2 ist dasselbe wie 1 mal 2/3. Und 1 mal 2/3 sind 2/3. Perfekt. Ja. 12/3, 2/3. So, und das ist schon unsere Aufleitung. Und jetzt was, was einigen von euch vermutlich nicht so viel Spaß machen wird. Wir schreiben das Ganze hier wieder um. Zwei Drittel lassen wir erstmal stehen. Natürlich, das bleibt 2/3. Und jetzt kommt's. So, wie schreiben wir jetzt das um? Okay, schauen wir mal hier oben. Wir haben die zweite Wurzel aus x. Wenn nichts drüber steht, ihr seht, ich habe sie extra leer gelassen. Wenn nichts drüber steht, ist immer zweite Wurzel. Also kann ich es auch eigentlich mal eintragen. Zweite Wurzel aus x hoch 1. X hoch 1 steht ja hier drunter. Ist dasselbe wie x hoch 1/2. So, das heißt, die Zahl hier oben, also ich mache das jetzt nochmal ausführlich, weil das ist oft vielen nicht so geläufig. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass ihr das versteht. Hier diese 2 da unten. Ne, erstmal fangen wir mit der 1 da oben an. Die steht ja hier bei dem x. Jetzt hier, was ist unsere 1 da oben? Die 3. Das heißt, hier steht nicht mehr nur x, sondern x hoch 3. Und die 2 ist dieselbe 2. Das heißt, hier steht immer noch zweite oder auch Quadratwurzel aus x hoch 3 mal 2/3. Und das ist jetzt unsere Aufleitung von Wurzel x. Ja, kleiner Exkurs auch zu Potenzgesetzen und so weiter und so fort. Ja, mal sehen, was wir das nächste Mal machen. War jetzt wahrscheinlich wieder ein sehr kurzes Video, aber macht hier nichts. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten und wir sehen uns. Bis dann.